Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Yo, servus und wieder ganz herzlich willkommen auf dem Marcel Herzog Kanal. Heute auch wieder mit einer neuen Folge Keys to the VIP. Und wir fackeln nicht lang, wir starten sofort hier rein in die gute alte Olga. Ja, wieder mit unseren wunderbaren Bildern am Anfang, unserem geilen Intro. Zwei Player treten in drei Runden gegeneinander an, eine Jury bewertet es und sie kämpfen gemeinsam im Pickup-Style. Ja, es wird richtig hot. John aka Wilk takes on Phil the Cobra Commander in a 3-round contest at Inside Nightclub during a Meet Me in Tio Cobra event. Commander. Each round is a challenge carefully Ernsthaft? Designed to test a player's ability to seduce women in a real-life battlefield. The cameras are hidden, the women are real and the game is on. Let's take a closer look. Also ich kann schon mal sagen, also beide sehen für mich jetzt erstmal schon mal cringig aus, wobei ich sage, der rechte, also der in schwarz, wirkt für mich jetzt noch ein bisschen mehr so, wie wenn er was reißen könnte, während der hier, also das ist ja wirklich, also der sieht aus, wie wenn er sich in seiner Freizeit echt auf irgendeiner Autobahn festklebt. Ganz cringig. Up first, John, aka am Ende werden die Hasen gezählt. And this is my playland. Welcome. I'm smart, successful, and I'm good looking. And this is my spooning corner, where we spoon. In playland, this is my bedroom. This is where the ladies come over. I spin some tracks, and then we get down to business. Woo! Yeah, baby. Guys, if you want to be a real player like me, you gotta get a pimped out condo like this. I call it the palace. I got barbecues, I got jacuzzis, I got bowling. When I play the game, I never strike out. Das ist zwar mega geil, dass er das alles hat, ja, und damit reißt er mit Sicherheit auch viel, wenn das Mädel zu ihm nach Hause kommt, aber wenn sie das halt alles nicht sieht, dann musst du das halt auch gut verpackt nach außen verkaufen können im Club. Und ob er das hinbekommt, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Weil das ist eine feine Nuance, da kann man sehr schnell übertreiben, wenn man dann zu prollig rüberkommt und dann einfach, oh, hier Rolex am Handgelenk, hier Kohle da, Kohle da. Das kann sich sehr schnell dann auch, kann man zu dick auftragen und dann ist keine DHV mehr, also Display High Value, sondern dann ist es halt einfach nur noch peinlicher, möchte gern Angeberei, die halt überhaupt nicht zieht. So wie gerade der Wurf. What I'm saying, my game's all about business. I'm closing deals all the time, every time. I really don't need no game. I just bring girls back to my house and they know what it's all about. You can't bring a girl back to your mom's house. What do you think? You're gonna do her in the basement? I don't just give myself out to any girl. You gotta work for it, baby. Honestly, like, I don't need no game, you know? Also dieses Rumgehopse ist wirklich unfassbar cringig, ja. Aber ja, natürlich zieht auch sozioökonomischer Status. Wobei nicht die Knete an sich ist das Entscheidende, weil das kannst du ja einfach von Papa bekommen haben. Es ist eigentlich die Charaktereigenschaft entscheidend, dass eine Frau halt zieht, dass du ziehen kannst, wenn du möchtest. Dass du in der Lage bist, Ressourcen ranzuschaffen, ja. Das ist das Wichtige eigentlich. I also have a strong suspicion that he had a few drinks as his profile went on. It is weird. He kind of reminds me of the villain from one of those 80s John Hughes movies, you know? I guarantee you he's got game. Really? He's a good-looking guy, he's tall and he is pretty successful. He's got a pretty good-looking play. Aber das stimmt halt. Er sieht definitiv nicht schlecht aus und wenn er das ein bisschen spielen kann, also dass er halt einfach gepflegte Hände hat, einfach auch was Schönes an, ja, so ein bisschen diesen Reichtum durchblitzen lassen kann, ohne zu sehr das halt aufzudrängen, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es klappt, weil, ja, die Größe hat er, das Aussehen hat er, das ist alles cool, ja, also die Voraussetzungen sind wirklich hervorragend bei ihm jetzt, wenn er sein Tänzchen da nicht aufhört. Anyway. I don't know. Hopefully he'll do well, because I'm amused by him. And now, Cobra Commander Phil. I'm Phil Williams, the least motivated man on the planet.
This is everything I have. My friend's couch. I'm just like any other guy. I'm a liar. I basically gave up everything in my life so that I could just go for it. When you're unemployed, you can be anybody that you want to. And I am definitely many people. I am probably a little bit crazy, not gonna lie, probably lying, but I'm definitely a lot crazy. I'm a player because I really, above all, enjoy getting out there and spreading my love of. Also wenn du so drauf bist, ja, dass du einfach gar nichts hast und einfach ein total verranzter, arbeitsloser Assi bist, wie er hier anscheinend, dann musst du trotzdem richtig gutes Game haben. Dann musst du genau das, was ich gerade gesagt habe, in der Lage sein, der Frau zu zeigen, dass du bereit bist, Ressourcen ranzuschaffen, dass du es kannst, dass du langfristig erfolgreich sein wirst, ja, aber jetzt aktuell halt keinen Bock drauf hast, ja. Also wenn sie dir das abkauft, dass es von dir eine bewusste Entscheidung ist, das jetzt so zu machen, aber dass du auch in der Lage bist, es komplett umzudrehen mit einem Fingerschnippen, dann kann auch sowas funktionieren, ja. Ich bin wirklich verdammt gespannt, aber mein erster Eindruck, da habe ich mir schon gedacht, der Junge, der bringt's nicht und es verfestigt sich so ein bisschen. Aber wenn er wirklich gutes Game hat, dann ja, dann schlagt mich, dann cool. Of love making. Basically what I do is I make women feel extremely uncomfortable. I'm very good at that. I like to look at them in inappropriate places. John Wilkes, I'm gonna sword fight you. Cross streams. It's gonna be weird. I'm gonna like it a lot. P.S. I'm sleeping on your couch tonight. I'm not kidding. This guy's completely crazy. Now I know what it feels like to be a therapist and having some crazed man sitting in front of you on your couch. And he's kind of got this Ryan Reynolds awkward humor to him. Hopefully the girls are gonna dig this, but it's entertaining me. He's got nothing to lose, right? In humor, there has to be some truth. And I don't think he's... Ja, wenn er in Vegas mal kurz eine aus Versehen geheiratet hat, hat er auf jeden Fall nicht allzu viel zu verlieren, wenn es dann an die Scheidung geht. He's gonna pick up any women. I think his humor is great, but it might get lost in the club noise. He might actually have game, believe it or not. It might be that whole drunken kung fu thing here where he's you had another Clash of the Titans. Ein bisschen so wie bei Jackie Chan, the Drunken Master, könnte es tatsächlich sein. Oh man. All right, guys, we're back, and it's going to be quite a battle with these two characters. Chris, I know this game's a game after your own heart. You got to convince a girl that you fall in love with her at first sight, and I have to confess it's happened to me a few times. In round one, each player must initiate a pickup by professing that he has fallen in love at first sight. Let's see how the women react to a romantic first Also, ihr quasi sie davon überzeugen, dass du quasi in, dich in sie verliebt hast, jetzt nach dem ersten Eindruck. Ja, oder, ja, erster Eindruck. Genau. Schauen wir mal rein. Impression. This is a classic Sheldon. She doesn't want to leave a trail when she knows her man will never see those MSN messages. Let me tell you, she doesn't have that. MSN messages. Die alten Leute, also so alt wie ich, werden das fühlen. MSN messages war noch vor ICQ. Das war so wirklich die Zeit, wo man noch für eine SMS 40 Cent zahlen musste oder 20 Cent dann, keine Ahnung. Also, das, ja, das ist schon eine Weile her. Ah. That history on on. She's got the history set to off. Yeah, exactly. Yeah, I do have MSN. Also, man hat wirklich von Anfang an ja auch gesehen, dass das Mädel interessiert war.
Und da sieht man auch mal, dass auch so viel geht, selbst wenn die Frau sagt, ja, ich habe einen Freund. Auch wenn es da immer viel Kritik gibt, wenn man sagt, ja, die Frau sagt, sie hat einen Freund und man lässt trotzdem noch nicht ab, sondern redet halt einfach nochmal entspannt weiter mit ihr. Es ist einfach so, dass nicht alle Frauen, die sagen, sie haben einen Freund, auch einen Freund haben. Ja, weil oftmals, und das ist jetzt wirklich viel getestet und auch wirklich so meine Erfahrung, viele Frauen, die sagen, sie haben einen Freund, weil sie einfach dir zeigen wollen, ja, Interesse ist grundsätzlich schon irgendwie ein bisschen da, aber sie wollen einfach nicht so offensichtlich zeigen, dass sie Interesse an dir haben. Ja, so, also sie wollen quasi sich noch die Exit, den Notausgang offen halten, deswegen sagen sie erstmal, sie haben einen Freund. Und ja, dass trotzdem ein Kontakttausch möglich ist und so weiter, das zeigt das Beispiel hier halt sehr gut. Ich finde auch von rein vom Stil her, was er tut, er redet sehr locker, ist wirklich super entspannt, ja, also er kommt mir auch so ein bisschen vor, wie wenn er so ein bisschen auf Hasch wäre. Also er sitzt da oder steht da und redet hier so ganz relaxed und das macht halt hier, glaube ich, auch die Attraction an der Stelle aus. Er haut ganz trocken raus, dass er verknallt ist in sie. Ein absoluter Nerd würde, oder ein, ich sage jetzt mal, Beta-Mann, ja, der würde in so einer Situation es nicht so easy hinbekommen, das einfach so trocken runterzuspulen. Hey, ich habe mich gerade in dich verknallt, ja. Von dem her sieht sie schon den Alpha im Beta-Schafspelz durchblitzen, ja, und man sieht, über die konstant über die ganze Zeit ist sie komplett ihm körpersprachenmäßig aufgeschlossen. Von dem her war das auch schon zu erwarten, dass die Nummer kommt oder dass mehr Interesse da ist. Allerdings, der Boyfriend, der war schon auch schon nochmal ein Block auf jeden Fall. Aber er überbrückt es sehr, sehr filigran. Ich finde es wirklich ein richtig gutes Game. Auch hier hängt er sich jetzt in der Szene nicht allzu sehr bei ihr rein, sondern man sieht hier ganz klar, die Brust ist raus, er ist nach hinten gerichtet, aufrecht, groß ist er auch, wie man hier sieht. Also vielleicht habe ich ihm auch ein bisschen Unrecht getan. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Verstehst nicht richtig. He's playing with he doesn't even own a computer. No. Let alone have an email address. Like he's homeless, so. Yeah, no, it's not. It's, sorry, I'm lying. I'm totally lying. I'm a double lie. It's crazy. I don't know what I was thinking. Well, I have to go right now. I have to go right now. He's absolutely off the wall. He's got the no game game. He's got no yeah, game game. This yeah. is unbelievable. Ja, und hier sieht man, wie, also das ist ja genau das Prinzip. Du musst bereit sein, eine Frau zu verlieren, um sie zu gewinnen. Und hier zeigt er ja knallhart, dass er jetzt in den Freeze-Out geht, in überhaupt gar keinem vorher berechenbaren Schema. Ja, er hat überhaupt kein Game. Ja, er haut hier einfach ein paar Sprüche raus. Erstmal kommt er mit voll dem Pull. Ja, oh, ich muss gestehen, ich hab mich in dich verliebt. Und dann kommt er mit voll dem Push und sagt, hey, ich habe zweimal gelogen, ich muss jetzt weiter. So, und das interessiert eine Frau natürlich auch, ja. Jetzt geht's richtig ab. Ja, jetzt zieht er den Freeze-Out durch und das interessiert sie jetzt richtig. Von dem her, sie hat ja gerade schon gesagt, oh, it was nice to meet you. Bin gespannt, ob das jetzt noch ein bisschen weitergeht. I really think that was intentional. Yeah, it is. Er hat's getötet. Ja, jetzt hat er's. Hätte er jetzt nochmal das Ding aufgemacht und wäre jetzt nochmal geblieben, bin ich mir sehr sicher, dass es auch weitergegangen wäre. Trotz Boyfriend. And now I'm letting you go. And now I'm letting you go. Wow. If you see someone wandering, they're not always lost. Yeah. And this is Phil. This guy is diabolical. Yeah, we're all a part of his master plan. I'm just glad that we haven't had the wool pulled over our eyes by this kid. Oh, he's still man. A kid in our world. You know what I mean? He's still punk. Relax. Yeah. But let's check out John Will, because I don't know what he can produce compared to this guy. Bin sehr gespannt auf den. Er sieht auf jeden Fall aus wie,
keine Ahnung von Miami Vice irgendwie. Also wie, ich weiß nicht, hier die vier Fäuste gegen Rio irgendwie. Also ganz, ganz heftig extravagantes Outfit. Also man merkt schon sehr, dass er overdressed ist. Ich bin, weiß nicht, wie das ankommt. Okay, und jetzt hier, ich brauche gar nicht weiter gucken. Ja, sie, gar keinen Bock auf ihn. Direkt Hand hoch, direkt hier, zack, Abwehrhaltung. Sie dreht sich raus, sie guckt ihn ja gar nicht mal an. Wird schwer. Also das wird sehr schwer für ihn. Ah, okay, da kam jetzt gerade ein Hairflip. Jetzt hat er sich gerade ein bisschen reingehängt, aber gut, dass er hier schon ein bisschen auf Körperkontakt geht. Scheint Interesse zu haben. Da kam jetzt gerade noch ein anderer rein. The best retort to a cock block that we've seen on the show ever. Gut. He just stiff-armed him. I would seriously love being up for a drink. Yeah? Hey. Jetzt hat er sie rausgehauen. Also man sieht hier, also das Set ist sehr diffus. Man sieht in dem Set vier Leute jetzt drin. Also sie, ihre Freundin, ja, sie scheint sehr angetan zu sein. Sie hat versucht, ihn abzuwehren. Jetzt kamen auch nochmal hier ihre Schergen, die auch alles versucht haben gerade. Er hat es sehr souverän gemacht, genauso wie man es machen muss. Direkt auf Angriff gehen, ja. Wie wenn man irgendwie bei der Arbeit irgendwie eine unangenehme Person hat, die irgendwie kritisiert die ganze Zeit oder sonst was. Immer offensiv rein, immer die Person direkt anquatschen. Hey, erklär mir, was ist das Thema, was ist das Problem? Ja, voll drauf gehen, dann kriegt man am besten die Kuh vom Eis. Und hier sieht man das genauso. Der Typ kommt, ja, er hat sofort Fokus auf ihn, sofort angesprochen. Hey, what's up? Direkt socializing, perfekt. Und jetzt sieht man hier, die geiern zwar schon ganz heftig noch in dem Set rum. Das heißt, man muss aufpassen, aber was er gut macht, er dreht, also, was heißt gut, noch besser wäre es gewesen, wenn er sie quasi, also die zwei in den Rücken der Frau dreht, ja, weil dann hätte sie überhaupt keinen Blickkontakt mehr. Wenn jetzt hier beide die Augen verdrehen, kann es natürlich auch sein, dass sie dann abspringt im Set. Besser so und man hat eine kleine Isolation als gar keine, ja, das muss man ja auch sagen. Es geht sehr schnell, also er drückt es wirklich sehr schnell und sehr hart durch, es kann man machen. In so einer Situation glaube ich allerdings nicht, dass die Nummer jetzt sehr, sehr stabil ist, was auch jetzt zum Beispiel den nächsten Tag angeht und die Kontaktaufnahme wieder. Aber sie ist happy, also das sieht man auf jeden Fall. Okay, ja, so finde ich das auch sehr gut. Also gerade beim Verabschieden, dass man dann nochmal umarmt. Er setzt jetzt direkt einen Kuss auf die Wange an. Bin ich nicht so der Freund davon. Bin ich nicht so der Freund davon. Aber ja, kann man machen. Smooth. That was clinical. Ja, war gut. I liken his performance to Wayne Gretzky in Game 2 in the 87 Canada Cup against the Soviet Union. The guy was just possessed. He was in his own. They couldn't stop him. You know what I love about this? It was so good that the guy he stuffed is standing behind him watching it go down. Even this other goal. I'm going to call it a draw. 1-1. Both games are tight. And you know what? Let's keep going. Let's go to the next round. Well, guys, I mean, this is unbelievable. Game here, man. I did not expect this at all. In this round, each player has 5 minutes to demonstrate his most impressive seduction technique. Ja, zeig deine beeindruckendste Pickup-Line, deine beeindruckendste Flirt-Verführungstechnik. Ja, ich bin gespannt. Good. Sorry, what's your name? Jamie. Jamie. Samantha. Jamie. Hi, I'm...
Also hier, das Set sieht sehr, sehr gut aus, weil er halt entspannt öffnet. Beide sind sofort online auf ihn gerichtet. Ja, gefällt mir. Ob man jetzt so die Hand geben muss, I don't know. Aber insgesamt, gute Richtung. Sie hängen sich ja ein bisschen rein. Is this game recovery or? No! Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. I can smell you irgendwas. Also irgendwas kann er riechen. Schräg. Look at the deadpan he's giving her. That will freak me the hell out. Yeah. Jetzt dreht sich die Blonde, so wie das aussah, weg. Und sie guckt so, meint er das ernst? When I was 11, I used to ride a bicycle. And my mom would have to come out and tell me, Abel, it's time for dinner. The man off your bicycle is trying to come in and eat some food. Ganz schräg. Man sieht auch hier, sie hat, glaube ich, keinen Bock mehr und sie ist, glaube ich, auch so ein bisschen irritiert. Nur weiß nicht so recht, was sie tun soll damit. One day, I realized that it wasn't actually a bike. It was a 45-year-old homeless man. Can I have your telephone number so that I can call you sometime on the telephone? Okay, er steht einfach so da und fragt dann nach der Nummer. Schräg. Openly mocked her. That was well done. I'm just gonna go over here now. Hey, there's my buddy. He's over there. It's okay. That was really nice talking to you. I am him. I am so cringe. What the fuck? Da gibt's ja diese Studie, ja, dass das absolut unberechenbare sexy ist. Also, dieser Typ ist so unberechenbar, es ist Wahnsinn. Random Java-Klasse. Einfach random. This is unbelievable. It's like artwork. You just kind of sit back and watch it and you just get so many different things from it. You really hurt my feelings. In fact, I'm gonna go home and cry. I can't give you my number to some game. And if you call, I'm in trouble. That's the real reason. Oh, so basically what you're saying is also, was man bei ihm halt wirklich krass gut sieht, ist, dass er ist durch die Verrücktheit, ja, er ist so krass unberechenbar und er wirft die Frau von warmem Wasser in kaltes Wasser, in warmes Wasser, in kaltes Wasser. Wir sehen Push, Pull, Push, Pull, Push, Pull. Und das macht sie nass. Was soll ich dazu sagen? Das macht sie einfach nass. Ja, krank. Und hier sieht man ganz krasse IOIs. Also mein Game sieht völlig anders aus. Aber man sieht hier halt wirklich, dass es bei ihm. Also es fruchtet voll, ja. Es zieht wirklich gut. Ist Wahnsinn. Wobei er von ihm, seiner Seite aus, fast auch gar kein Kino kommt. Also Kino fehlt mir hier auch völlig in dieser ganzen Rechnung, ja. Die Mädels kommen immer an und fahren dann halt hier auch Kino, weil er ja wirklich auch irgendwie, er ist einfach ein absolut interessanter Typ, ja. Das kann ich nur auch von außen bestätigen, dass ich finde ihn interessant, weil man halt, es ist halt wirklich eine Wundertüte, ja, ein Überraschungsei. Er kriegt es gewandelt, so dass dann die, also könnt ihr mir vorstellen, dass das Ganze dann auch wirklich in die richtige Richtung geht. Hey.
Und jetzt geht er einfach raus. We didn't get the number there, but yeah, he does not fear rejection. It's well beyond that. This is a new type of game that I have not seen before. Yeah. I don't think he actually has game. I think he's just oblivious to all rules of the universe applied. He didn't win the game because he didn't really get the number, but I still respect it. He seems to be the Doctor Who of pickup. No matter what happens, he always seems to solve a mystery. And you know what? John Wilk is up against it, and he's up against the Green Goblin now. To add to his plethora of names, let's see what Johnny can do. Er ist wirklich, das muss man wirklich sagen, ein absolutes Ü-Ei und er kriegt die Attraction wirklich aus jeder Situation raus, weil er geht ja gar nicht flexibel auf, also er hat null Angst, das merkt man, er hat wirklich null Angst, es ist wirklich, wie wenn er in seinem eigenen Universum lebt, er interagiert mit der Frau, aber er ist so adamantium, wenn es um unvorhersehbare Situationen geht oder was, ja, komische Shit-Tests oder irgendwas, was die Frau dir entgegenwirft. Er ist einfach verrückt. Er reagiert einfach völlig verrückt darauf und es kommt an. Es kommt an, ja. Und das sieht man auch mal wieder, mit was für, also wie krass individuell ein Game-Stil sein kann, dass du trotzdem so auch dann bei Mädels landen kannst. Also ich feiere es absolut sehr. Ich glaube, dass er nicht so, also weder das Aussehen, noch den sozioökonomischen Status, noch, ja, noch sonst irgendwas hat, womit er überzeugen kann. Es ist wirklich nur die Kommunikationsskills. Das sind nur Kommunikationsskills und Selbstbewusstsein, mit dem er da reingeht und wirklich auch rockt. Das ist beeindruckend. What's up? How's it going? I'm very good, thank you. What's your name? Caroline. Caroline, nice to meet you. Also das finde ich ein bisschen fast drüber, ja. Normalerweise küsst man ja auch nicht die Hand richtig, wenn man das richtig macht, so einen Handkuss. Und das, man hört ja da kurz vorher auf. Bei ihm sieht das alles sehr so überzogen einfach ein bisschen aus. Also grundsätzlich hätte ich ihm nach wie vor die besseren Chancen eingeräumt, weil ich glaube, er hat mehr Plan und mehr Strategie und die Cockblocks waren ja wirklich richtig gut oder Amoks von vorhin. Aber es ist für mich eine Spur zu dick aufgetragen einfach. Er prallt zu ein bisschen für mich und es gefällt mir einfach nicht. Hier hat man gesehen, dass die Frau auch gerade ein bisschen zurückgeschreckt ist. Und er nimmt die Freundin wieder nicht richtig mit. Ja, die Freundin ist wieder ein bisschen zu außen vor. Wenn es überhaupt die Freundin ist. I can see him in the morning in the mirror. Today I will make a sale. You know what I mean? What about Er hängt mir auch zu sehr rein. She's the sexual aggressor in this situation. You know what I mean? Like, if anything, she should be receiving points for this pickup. Ich sehe das gar nicht, dass sie jetzt hier sehr aufgeschlossen ist. Also verbal gibt es zwar, hey, finde ich heiß, aber körperlich sieht es gar nicht so aus, wie wenn sie irgendwie jetzt gerade großartig Bock auf ihn hätte, ehrlich gesagt. Es sieht viel mehr aus, wenn er, also wenn sie mehr körperlich blockt und er körperlich mehr pusht. Jetzt sieht es langsam etwas besser aus, ja. Aber hab... You're taking a step backwards by offering to spend money. It's a nice gesture, he's a successful... Sie hat auch ihre Hand so ein bisschen ihm an die Brust gedrückt, um ihn so ein bisschen wegzuhalten. Also das würde ja der Theorie perfekt, also mit der Theorie perfekt einhergehen, dass sie jetzt hier einfach nur den Drink haben will und dann wieder verschwindet, ja, dass sie quasi Interesse verbal kommuniziert, aber körperlich eigentlich keinen Bock hat. Das ist ja das Gleiche, was man auch häufig in Stripclubs oder sowas sieht, dass Frauen verbal Interesse kommunizieren, aber eher von der Körpersprache her eher abgeneigt sind. Sie setzen sich zwar auf deinen Schoß, blockieren aber mit Hand, drehen sich so ein bisschen weg und so weiter, weil das eben diese unterbewusste
körperlich habe ich keinen Bock auf dich, aber ich flirte mit dir, weil ich halt doch an deine Ressourcen will, ja? Cool guy, so, you know. He's enjoying the hunt a little bit, yeah. You know? It's like, yeah, let him savor the moment. Yeah, savor a piece of chicken from the store. Like, you know, you're here to pick up. I am going for a drink. No, I mean, like, we go out. Yeah? Yeah. You gotta take my number? Of course. Put me on speed dial, okay? Aww. Das war gut, ja? That's very unique. I've never heard that before. Bucks, I have, but it was on the show. It's great. Yeah, that's so sexy. Ja, das war gut. Wobei, da hatten wir jetzt natürlich ein bisschen was. Wir hatten ein bisschen was gefehlt auch, hä? Well, guys, I mean, we've seen two totally different approaches here, both very successful, and I don't think we've ever had a game that's has been this tight. This is unbelievable. No. And opposite ends of the spectrum. Chris, what'd you think? I think they're in the Matrix. And we're watching Neo and Morpheus in action here. This is amazing. Peaches. Two very strong competitors. I think it's going to come right down to the wire. You know what I like in this, too? It's almost like a Michael Vick versus, like, a Brett Favre. You got a textbook guy against the guy who improvises. Mm-hmm. I can respect both their games. You know, John's got the machine gun style. He's going to just keep shooting and hope to hit something. Well, I'm going to call it a draw again. Yep. And we're going to the third in the closest game we've ever seen in our lives. I can hardly wait to see what's going to happen. Yeah, also, hat es geschafft in der Zeit, wo er mit ihr geredet hat, sie nach und nach aufzuwärmen. Am Ende kam dann sogar der Kuss. Das war erstaunlich, aber ich glaube auch hier wurde einiges wieder rausgeschnitten. Leider, weil ich könnte mir vorstellen, dass da noch ganz viel war, woraus wir jetzt auch noch hätten ein bisschen mehr lernen können. Aber ich gebe der Jury auf jeden Fall recht. Beide Stile sind sehr erfolgreich, das hat man ja auch gesehen. Output ist bei beiden da. Beide haben auch ihr Game, machen das ganz großartig, wie sie hier approachen, wie sie im Gespräch dann auch die Parameter hochtreiben, sowohl Attraction als auch Rapport. Rapport, glaube ich, ist jetzt nicht ganz so, brauchen wir auch jetzt nicht so krass im Club. Ja, also so in der Szenerie, wo die sich gerade unterhalten oder gerade drin sind. Aber es sind zwei super individuelle Typen und es läuft, also ich finde es auch, ich genieße es sehr, das Ganze anzuschauen. Absolut. Coming up after the break. Just listen to this part. And later, the exciting conclusion. Du bist total verrückt einfach. Guys, I'm on the edge of my seat. This is the closest battle we've ever had in the history of the game. And these two guys, they can play. In round three, each player must ask a woman to abruptly stand silent during a pickup while listening to a song that reminds him of his grandmother. Muss quasi eine Mädel sagen, dass sie jetzt mal ganz kurz ruhig sein soll, weil selber einen Song hört oder ein Lied anhört, das ihn an seine Großmutter erinnert. Okay. Game on, boys. Sehr kreativ auf jeden Fall. Auch wieder sehr verschlossen. Sieht auch in der Körpersprache. Also sie hier auf jeden Fall extrem verschlossen. Ja, sieht man ja ganz, ganz offen. Sie hier sofort eigentlich auch am Quatschen gewesen. Scheint hier das Alpha-Mädel zu sein. Ja. Aber er quatscht jetzt mit der Nicht-Alpha-Frau. Das heißt, eigentlich müsste er sich jetzt noch das Okay von der Alpha-Frau holen. Also die Alpha-Frau muss das jetzt abnicken, aber sie scheint ihm ja auch gut gesonnen zu sein. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt, okay. Beide lachen. Jetzt kommen schon die ersten IOIs, wie sie es da oben an ihrer Kette spielt. Er hat auch dieses Schauspielerische, ja. Er kriegt das auch. Also auch vorhin nur dann dieses Lachen, und dann
auf einmal dieses Stille. Also er kriegt auch dieses Schauspielerische so on point rüber, was halt wirklich witzig ist. Aber jetzt hat sie sich weggedreht. Durch das Ruhe hat er jetzt kurz so ein das war jetzt ein richtiger Rapportbruch. In der Zwischenzeit hat sie sich jetzt weggedreht. Jetzt ist die Frage, ob er das wieder aufgewärmt bekommt. Aber so häufig, wie er das ja auch macht mit diesem Push und Pull, glaube ich, dass er das auch wieder gut hinkriegen wird. Und da ist er wieder, und da sind auch wieder die IOIs. Völlig verrückt, der Typ. Was ich auch krass finde, er ist wirklich so ein, er steht halt einfach so da, guckt nach unten, weil er ja unfassbar groß ist und redet dann und hat immer so diese typische Johnny Depp Aura, dieses, das ist wirklich so richtig so dieses, ja, also ein bisschen dieses Fluch der Karibik Jack Sparrow Ding, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob euch das auch auffällt oder ob ihr jetzt da auch sagt, ja, daran erinnert mich das auch, aber es ist so ein bisschen dieses steife Oberkörper-Ding. Ja, es ist richtig geil. Er macht da richtig, richtig Show, wie ein Schauspieler. Und so soll es sein, ja. Wie gesagt, wir haben ja auch schon so Scheiß-Stories erzählt, dass wir das englische Königshaus mit rosanen Pudeln beliefern, ja, also richtig geil. Und mit solchen Dingen macht man Fun, ja, da feiern das die Leute, mit denen ihr darüber redet. Es ist Club, es ist Spaß. He's handicapping himself. Yeah, he didn't have to do it twice. Aber er, jetzt hat er auch, also es ist auch wieder, also hier sieht man halt auch wirklich, dass bei ihm der Plan ein bisschen fehlt und deswegen tendiere ich nach wie vor auch eher zu dem anderen, auch wenn meine Sympathie in letzter Zeit oder in den letzten paar Minuten ihm gegenüber deutlich gestiegen ist. Welches ist jetzt sein Target? Es gibt keinen Plan, ja. Er ist jetzt umgeswitcht zu ihr hier. Die hatte ja am Anfang auch ein bisschen mehr Interesse. Sie steht jetzt auf einmal hinter ihm, ja. What the fuck? Warum? Ja, warum dreht er die in den Rücken? Das ist jetzt für sie ein krasser Push, für sie ein krasser Pull. Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt, was hier passiert. Und wieder IOIs hier bei ihr. Sie spielt wieder an ihrer Kette rum. Sie voll aufgedreht ihm gegenüber. Strong in him. You gotta respect that game. Oh, well done. Let's just say that when he was presented with the red pill and the blue pill, he swallowed them both. But you know what? Let's see what John's got, because yeah. John's got sick game too, so let's check it out. So it's a Kopf an Kopf Rennen. Oh, thank you. What are your names? Angela. Angela and Sarah. It's so amazing. This part reminds me of my grandma. Sorry. My grandma passed away as well, and I'm so a little bit. It was recent, so. Yeah, I know. Das ist jetzt auch wieder hier ein Teil der, also moralisch kann man das natürlich jetzt wieder betrachten, wie man will. Muss ja jeder für sich selber entscheiden, wie moralisch korrekt man sein Game aufsetzen will. Er lügt natürlich jetzt. Kann ja sein, dass seine Großmutter auch vor ein paar Tagen hier gestorben ist oder sowas, aber er sagt jetzt hier das und löst damit natürlich jetzt auch wieder diese emotionale Achterbahnfahrt aus. Jetzt geht's erstmal ins Tal, ja,
oh, gestorben, oh, mein Beileid und so weiter. Und er wird sie jetzt safe rauspushen. Oh, und da hat man Komfort, ja? Negativer Rapport, Komfort. Halt my übel. Grandmother's dead. Hey, you having a good time? Yeah. Next topic. Let's dance. Come on. Und jetzt, wie ich gesagt habe, pusht er sie hoch. How about we go for a drink? Sure. Yeah? Wow, really? Like right now? No, 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 like next week. What's your number? 416? Yeah. Joke. Yeah, baby. Ja, prügelt er einfach die Nummer durch. Let's dance. With your back to the one you just yeah. Das hatten wir doch schon mal mit dem Arschreiben. Wow, you're so hot. You're incredible. My name's Johnny. Oh. Oh yeah, baby. You are so damn good looking. Wow. What a- Leider sieht man das nicht, ja. Leider sieht man nur alles vom Hals abwärts. What a lucky guy I am tonight. Really? Yeah, baby, yeah. I'm stealing your... Und das sieht man halt auch. Emotionale Achterbahnfahrt. Ja, Kommunikation, Spaß, Scheiß auf Korb, Scheiß auf Abweisung. Nur so funktioniert's. Du bist der Preis, mein Freund. Friend, I'm sorry. Guys, well, we just watched John turn his grandmother's untimely demise into yet another person. Es ist super, super schwierig, diese Game-Stile zu vergleichen. Ich bin gespannt, wie sie sich entscheiden. Ich glaube eher für Miami Vice und nicht für den Cobra Kai oder keine Ahnung, wie er heißt. Dieser Stil, den der Irre hat, ist einfach so verrückt. Man kann ihn gar nicht richtig greifen. Für mich fehlt... Also ich finde es geil, wie er es macht. Ich finde, er ist absolut individuell, absolut authentisch auch. Schauspielerische Leistung on point. Aber mir fehlt da einfach der konkrete Plan. Da fehlt mir einfach noch ein bisschen konkreter Plan, welches Ziel er eigentlich verfolgt mit welcher Frau. Ja? Bei ihm hier sieht man das schon deutlich besser. Ich glaube, er hat ein bisschen ein bewussteres und strukturierteres Game. Mir gefällt bei ihm nicht, dass er ein bisschen zu überdreht. Hat man jetzt auch wieder gesehen mit den Armen, die er so ausgestreckt hat. Ist mir ein Ticken zu viel einfach. Aber ich könnte jetzt hier gar nicht entscheiden. Wenn ich entscheiden müsste, wahrscheinlich würde ich mich eher für Miami Vice entscheiden. Aber es ist absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich bin gespannt, was die Jury sagt. It's 3-3. I guess it comes down to style marks at this point. I have complete respect for both these guys' game. Not so much the grandmother thing there with John, but if we're celebrating game, Phil's my boy. He did it with such style, such panache, and he threw us all a curveball. This is unbelievable. Two guys with amazing game. It's just, it came down to artistic impression, and Phil's is just crazy. You have a guy who went from completely hopeless to hopeful. Yeah. This guy has zero social value. Yeah. Zero. And he rose to the top against an alpha male. And what I respect about Phil is Phil's got nothing. He's got no crutch. He's a purist. And what he's done is he stripped away his everything. Everything. He doesn't have a job. He doesn't have a house. He doesn't probably wore that shirt. Yeah. You know what I mean? He's got none of those confidence crutches that all of us rely on to build ourselves up in our own minds emotionally. And what he's left. Wenn es danach geht, müsste man eigentlich ihm das geben, weil er hat wirklich gar keine Voraussetzungen. Ja, er hat wirklich gar keine Voraussetzungen. Keine Muskeln, kein Aussehen, das irgendwie überragend ist. Er ist zwar groß, aber es haut mich jetzt nicht um. Er hat das gleiche Shirt angehabt bei der Vorstellung, was er auch im Club anhatte. Wahrscheinlich hat er das auch die nächsten 3 Wochen noch an. Ja, es ist wirklich, er hat sozioökonomischen Status von einer Eintagsfliege. Wenn es danach geht, wäre ich auch dafür. A Nirvana of seduction. Let me raise my glass to Phil. John, buddy, you were in tough. You're not a loser today, you just ran out of time. Congratulations, Cobra Commander Phil. Cobra Enjoy Commander. Enjoy your VIP experience. I'm having a lot of fun. Me too. I'm having a very Ja, was soll ich dazu sagen? Mega spannende Folge. Aus meiner Sicht
hätten beide den Win verdient. Ja, ich hätte jetzt auch definitiv dem Kerl, dem sie da mal den Win einfach zugeschanzt haben, dem Statist, weil beides so schlecht waren, hätte ich jetzt auch den Win hier dem anderen gegeben. Aber ich kann auf jeden Fall absolut damit leben, auch ihm den Win zu geben an der Stelle. Jetzt switche ich einmal hier nochmal gerade rüber. Ja, ansonsten, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Schreib mir gern rein, ob du auch dem guten Cobra Commander, dem Irren, den Win gegeben hättest oder ob du ihn doch Miami Vice hier verteilt hättest. Ansonsten, du hast die Möglichkeit, bei uns auf jeden Fall auch kostenlos eine Beratung machen zu lassen, wo wir dann auch nochmal bei dir drüber gucken, was du konkret auch an dir, an deinem Aussehen, an deinem sozioökonomischen Status, an deinem Game, an deiner Persönlichkeit verbessern kannst. Ja, aus unserer Sicht. Teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Ich wünsche dir was. Bis dann. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Marcel.